Das CAT S62 Pro. Wir schauen uns das aktuelle Flaggschiff von Caterpillar an und schauen mal, was der Unterschied zum Vorgängermodell ist. Ja, hallo, ich bin Stefan von Brodos. Und ich bin Markus, auch von Brodos. Ja, Markus, heute schauen wir uns mal die Thermalkamera-Handys von CAT an. Das war der Pionier mit dem S60, das war das erste. Ja. Und jetzt haben wir das S61 hier, das ist quasi der Vorgänger von dem S62 Pro. Und was sind denn die Unterschiede, Markus? Also ich schaue jetzt einfach mal hier, wenn man sich die Produkte mal anschaut und in der Hand hält, dann ist der erste Eindruck tatsächlich so, dass das S62 Pro insgesamt ein bisschen gefälliger und ein bisschen geschmeidiger ist. Nicht mehr ganz so bulky, wobei das natürlich auch ganz viele in den Kommentaren geschrieben haben. Die CAT-Nutzer wollen es auch wirklich outdoor und robust. Und das S61 sieht natürlich auch so aus. Wobei das S62 Pro auch einen super soliden Eindruck macht. Und auf der Rückseite, glaube ich, da sehen wir gleich mal den ersten Unterschied. Das hier. Das ist ein Fingerprint, genau. Das ist ein Fingerprint. Okay. Und dann gibt es hier unten noch, das war, glaube ich, so ein. Möglichkeit eines Entfernungsmessers. Das ist der nächste Unterschied. Der ist jetzt beim S62 Pro auch nicht mehr mit drin. Korrekt. Und ich glaube, es gab noch einen Luftqualitätsmesssensor. Also insofern kein Laser, kein Luftqualitätsmesssensor mehr an Bord. Aber ansonsten hat sich eine ganze Menge getan, nämlich die zentrale Funktion ist ja die Thermalkamera. Ja. Und die ist wirklich deutlich besser geworden. Also im direkten Vergleich ist sie jetzt noch schärfer und man muss es einfach mal in den direkten Vergleich sehen. Also da gibt es wirklich den größten Unterschied, die Weiterentwicklung der Flirrkamera. Das wäre eine Bildsensor. Ja, also ich demonstriere das jetzt hier auch nochmal, man sieht, die Finger sind etwas kälter, die Hand insgesamt deutlich und unter das Handy. Also Flirrkamera ist deutlich besser geworden. Insgesamt klingt der Kamerasensor, glaube ich, erstmal ein bisschen schlechter, weil beim Vorgängerprodukt waren es... Da hatten wir 16 Megapixel, ja. Und jetzt beim Pro haben wir 12 Megapixel, aber dafür eine Sony Dual-Sensor-Technologie. Der Hersteller verspricht trotz der weniger Pixel eine bessere Bildqualität. Ja, also insofern, da habt ihr bestimmt auch Kommentare dazu, schreibt es unten rein. Weniger Megapixel, trotzdem bessere Qualität, aber die Thermalkamera, das haben wir wirklich uns angeguckt, ja. Die ist wirklich besser. Ansonsten, glaube ich, gibt es auch noch eine Sache, was ein bisschen kleiner geworden ist, bedingt durch das schlankere Design, der Akku. Der Akku, ja. Der hat jetzt 4000 mAh und ist nochmal ein Stückchen kleiner. Vorher waren es 4500. 4500, genau. Schade, aber okay, dafür ist es halt insgesamt ein bisschen gefälliger vom Design. Wenn wir uns das Display anschauen, ich halte es gerade mal nebeneinander, dann haben wir in dem S62 Pro. Haben wir jetzt 5,7 Zoll. Okay, und auch so die Display-Body-Ratio ist auch nochmal deutlich größer geworden. Kann man jetzt auch nicht vergleichen mit den normalen Top-Smartphones von den etablierten Herstellern, weil das Ding muss ja auch richtig stabil sein und ein paar Stürze aushalten. Ja, und robust ist ja eines der zentralen Dinge bei dem CAT-Telefon, deswegen ist auch das jetzt hier mit dem Display nicht verwunderlich, dass das nicht bis in die letzte Ecke geht, weil muss ja auch ein Sturztest standhalten. Aber insgesamt zeichnet die sich ja schon seit jeher durch wirklich Robustheit aus. Mhm. Was haben die für eine Zertifizierung, Markus? Ja, die haben diesen Military Standard, nennt sich das. Mhm. Das ist eine IP68 und IP69 Zertifizierung. Und erfüllt wirklich den höchsten Schutzfaktor, also was Spritzwasser, was Wasserdichtigkeit angeht und Staubschutz, ist wirklich absolut. Ja, genau, also man sieht es hier auch, ja. Ich zeige es nochmal, fest verbauter Akku, nicht zu wechseln, macht natürlich hochgradig Sinn. Und man kann dann die Produkte, und das haben wir in einem anderen Video mal gezeigt, jetzt auch gerade in der aktuellen Zeit mit Alkoholdesinfektionslösung einreiben und abwischen und überlebt das Produkt völlig problemlos oder sogar unter laufendem Wasser, Wasserhahn, im Waschbecken mit Spüle abwaschen. Also insofern, wer es jetzt da besonders reinigen will in der aktuellen Zeit, die Produkte halten es auf jeden Fall aus. Kein Problem, ja. So, ja, Nachfolgeprodukt heißt meistens dann auch immer größerer Speicher. Bei dem S61, da glaube ich, waren es 64 Gig. Und bei dem Pro haben wir jetzt 128. Ja, und Speichererweiterung war jetzt vorher auch bei dem S61 möglich. Und
auf der Seite bleibt auch weiterhin mit der Speicherkarte erweiterbar um 256 maximal. Da würde ich mal sagen, relativ umfangreich, das sollte gut ausreichen. Klasse, ja, vom Preis, du hast jetzt beim Partying gesagt, Kamera und ein Akku ein bisschen, ein paar Sensoren weniger. Ich glaube, das ist dann auch ein marktgerechterer Preis, im Vergleich zum Vorgänger zumindest. Genau. Also der Vorgänger UVP, wenn das vom UVP ausgeht, lag man bei 800 Euro. Ja. Und das ja, dann, ist jetzt da lagen wir bei 899, also fast 900 Euro. Ja. Und beim Pro sind wir jetzt bei 649. Ja. Okay, also schon ein signifikanter Unterschied. Und insofern glaube ich dann vielleicht auch nochmal mit der Thermalkamera eine breitere Zielgruppe. Gibt ja auch viele S60, S61 Fans. Bin gespannt, was ihr beim S62 Pro zur Thermalkamera sagt und schreibt es auch unten gerne mal in die Kommentare. Bin ich echt gespannt. Produkt ist bereits verfügbar. Ja. Also kann direkt losgehen und vom S61 sind auch noch ein paar Mengen im Markt, sodass man also sich letztlich entscheiden kann, was ist das aktuell Richtige für mich. Ja, wenn ihr auch weiter über Neuigkeiten, über neue Produkte informiert werden wollt, dann vergesst nicht den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu setzen. Und Markus, ja, ich freue mich schon auf die nächsten Produkte, die du mitbringst und die wir uns anschauen. Freue mich auch drauf.